Hallo, ich möchte mir heute in dem Video über drei Aktien Gedanken machen. Nach einer Userfrage möchte ich die Firma Billerud, einen Zellstoff-Papierfabrikanten aus Schweden, genauer unter die Lupe nehmen. Ich möchte mir dann Gedanken über Samsung und Roche machen. Das sind zwei Aktien, die bei mir seit Jahren im Depot sind und die ich mir daher alle paar Monate einmal genauer anschaue. Und im letzten Teil möchte ich dann auf ein paar Kommentarfragen eher kurz eingehen. Ja. Beginnen wir mit der Firma Billerud. Das ist also ein schwedisches Unternehmen mit ungefähr 6.000 Mitarbeitern, die also Papier und Produkte, die nah am Papier sind, also alles, was man aus Holz fertigt, herstellen in verschiedenen Bereichen. Da bin ich eben danach gefragt worden. Die Firma habe ich mir davor noch nie angeschaut, bin allerdings an mehreren vergleichbaren Unternehmen beteiligt und habe mir die Firma daher mal genauer angeschaut, weil die durchaus irgendwann einmal auch für mein Depot interessant sein könnte vom Geschäft her. Was bei Billerud einmal positiv auffällt, ist, dass sie über viele Jahre hinweg in jedem einzelnen Jahr Gewinne machen, dass sie über viele Jahre hinweg Dividenden zahlen, die auch steigend sind, also kein Verlustjahr, stetige Dividendenflüsse. Das sind stabile Unternehmen, in die ich an sich gern investiere. Und was auch auffällt, ist, dass überhaupt die letzten 18 Monate, also das letzte Geschäftsjahr, aber auch wenn man sich die Quartalszahlen anschaut, dann eben die letzten eineinhalb Jahre, die letzten 18 Monate sind bei Billerud eigentlich sensationell gelaufen. Also die Gewinne explodieren regelrecht. Ja. Ich schiebe das sehr, sehr stark auf die Holzpreise, die sich also gegenüber von vor 2 Jahren massiv erhöht haben. Das ist also auf der Plusseite zu nennen, was mir an dem Unternehmen gut gefällt. Es gibt allerdings auch gewisse Risiken. Billerud hat vor 2 Jahren die Firma Verso Corporation, ein US-Unternehmen, übernommen und hat dafür auch einiges an Geld gezahlt. Die Übernahme war in einer Größenordnung, das für ein Unternehmen schon spannend ist. Ja. Also Billerud war vorher ungefähr doppelt so groß wie das Unternehmen, das sie übernommen haben. Da ist immer sehr viel Potenzial da, aber auch sehr viel Risiken. Also wenn es jetzt nicht um eine kleine Übernahme geht, wo eine Firma mit 2000 Mitarbeitern eine Firma mit 30 Mitarbeitern übernimmt, die gerade gut dazu passt, das spielt für die Gesamtfirma kaum eine Rolle, sondern in dem Fall war es also eine Übernahme, wo bei 4000 Mitarbeitern noch einmal 2000 dazukommen. Wenn das alles gut abläuft, dann gibt es jede Menge Synergieeffekte, wo man den zentralen Einkauf, das Risikomanagement, das Controlling zusammenlegen kann und dann mit deutlich weniger Überbau auskommt. Es gibt aber auch genug Beispiele in der Geschichte, wo solche Übernahmen eher im Chaos enden, wo dann verschiedene Teile der alten Firma gegeneinander arbeiten und so. Das ist bei Billerud noch offen, wie das vonstatten gehen wird. Die ersten Zahlen nach der Übernahme schauen einmal optimistisch aus, dass sie das ganz gut hinkriegen und diese Synergieeffekte nutzen können. Die Übernahme ist finanziert worden über einen kurzlaufenden Brückenkredit von der Deutschen Bank, wo dann geplant war, dass man langfristig die Übernahme über eine Kapitalerhöhung finanziert. Ich nehme mal an, dass sich die Bedingungen an den Kapitalmärkten seit 2021 aus Sicht des Billerud-Managements verschlechtert haben, weil diese Kapitalerhöhungen hat nach dem, was ich recherchieren konnte, noch nicht stattgefunden. Das heißt, ich habe diese Übergangsfinanzierung noch immer laufen und habe von dem, was ich gefunden habe, ich habe mir das jetzt einmal nur oberflächlich angeschaut, aber noch keine langfristige Lösung gefunden. Das ist auch für mich ein Risiko bei dem Ganzen, weil ich mir denke, dass das Management, das die Firma übernommen worden ist, 2021 vermutlich, ja, wie fast alle Kapitalmarktexperten, nicht erwartet hätte, dass die Zinsen so rasch ansteigen. Und da ist jetzt natürlich ein gewisses Risiko da. Wenn ich eine Übergangsfinanzierung ausgemacht habe, die bald einmal ausläuft und ich muss die durch eine langfristige Finanzierung ersetzen und ich habe vielleicht aus Sicht von 2021 wäre das nicht sträflich fahrlässig gewesen, mit einem Zins von 2% kalkuliert und jetzt muss ich aber vielleicht 6% zahlen, ja,
Hier ist also sicher ein gewisses Risiko da. Das zeigt sich auch in den Verbindlichkeiten in der Bilanz von Billerud, die also in den letzten 2 Jahren dann doch angestiegen sind, und zwar substanziell. Und hier ist jetzt auch wieder die Gretchenfrage, quasi von welchem operativen Ergebnis ich bei Billerud ausgehe. Ja. Das letzte Jahr ist also, wie schon erwähnt, sensationell gelaufen. Wenn ich das operative Ergebnis des letzten Jahres als repräsentativ für die Zukunft sehe, dann betragen die Verbindlichkeiten im Verhältnis zum operativen Jahresergebnis 4:1. Ja. Das erschreckt mich bei der Verschuldung überhaupt nicht. 4:1, also wenn die Bilanzverbindlichkeiten das vierfache operative Jahresergebnis ausmachen, dann ist das voll in Ordnung, und auch bei steigenden Zinsen wird die Firma kein Problem kriegen. Wenn ich aber jetzt nicht dieses sehr gut gelaufene letzte Geschäftsjahr als Basis nehme, sondern den Durchschnitt der 5 Jahre davor, dann bin ich beim Verhältnis 15:1, weil das letzte Jahr eben wirklich herausragend war. Davor waren die Gewinne deutlich niedriger. Und da wäre ich dann beim Verhältnis, dass die Verbindlichkeiten 15-fach, also das 15-fache eines üblichen Jahresergebnis vor dem letzten Jahr ausgemacht haben, und das ist dann durchaus eine Höhe, wo ich zwar keinen Konkurs der Firma erwarte, aber wo die Firma durch die Zinszahlungen substanzielle Probleme kriegen könnte. Also dieses Risiko sehe ich bei Billerud vor allem, dass, wenn ich also da nichts übersehen habe, ich habe das eben, wie gesagt, eher oberflächlich einmal angeschaut nach der Kommentarfrage, werde auch in naher Zukunft da nicht investieren, sonst würde ich mir das noch genauer anschauen, aber wenn ich also richtig liege, dass diese Brückenfinanzierung für die Übernahme von der Verso Corporation 2021 noch nicht langfristig abgesichert ist, dann ist das noch ein Unsicherheitsfaktor, der man hier auffällt. Ja. Und wenn ich jetzt eben davon ausgehe, dass die nächsten Jahre so gut laufen wie das letzte Jahr, dann wäre die Firma eigentlich für mich ein klarer Kauf. Wenn ich aber davon ausgehe, dass die Gewinne in den nächsten Jahren wieder eher so laufen wie die letzten Jahre, also wie viele Jahre der Durchschnitt von den Gewinnen waren, dann wäre die Firma eher zu teuer bewertet. Und ich glaube, die Wahrheit liegt da irgendwo in der Mitte. Ich glaube nämlich, auch wenn Billerud selbst nicht Bauholz herstellt, sondern Papier, Zellstoffe und so weiter, ja, der Bausektor spielt natürlich für einen Preis von Holz eine große Rolle und schlägt sich dann auch auf den Preis von Energie, von Papier oder so nieder. Ja. Also wenn der Bausektor boomt, wie das eben 2021 der Fall war, die Baupreise in die Höhe gehen, Bauholz immer teurer wird, dann beginnen irgendwo Papierhersteller zu überlegen, ob sie nicht einen Teil ihrer Holzernte auch in Bauholz umwandeln. Also hier gibt es Verschiebungen. Und hier ist eben die Bauindustrie schon etwas, also gerade der schwedische Immobilienmarkt, ja, und Billerud ist vor allem in Schweden tätig, der schwedische Immobilienmarkt ist momentan der Immobilienmarkt, der aus meiner Sicht heraus, ja, weltweit am meisten strauchelt. Ja. Also ich kenne jetzt den chilenischen Immobilienmarkt nicht genau, aber von allen europäischen Immobilienmärkten, inklusive dem, was ich in Ostasien oder in den USA beobachte, ist der schwedische Immobilienmarkt am meisten unter Druck. In Schweden dürfte also der Anteil an variable verzinsten Krediten besonders hoch gewesen sein, und bei den Zinserhöhungen leidet der schwedische Immobilienmarkt also deutlich stärker als andere. Ja. Und daher glaube ich nicht, dass diese Preiserhöhungen, die wir bei Holz gesehen haben in den letzten 2 Jahren, dass die dauerhaft sein werden. Ich gehe also sogar real davon aus, dass Holz eins der Produkte ist, die in den nächsten 1-2 Jahren auch sogar wieder etwas billiger werden könnten. Ich glaube aber, dass langfristig Holz trotzdem ein gutes Produkt ist. Ja. Aber hier sehe ich also eine Kombination aus Risiken. Also es gibt einiges auf der Einnahmenseite, was mir bei Billerud ganz gut gefällt. Es gibt aber auf der anderen Seite auch Sachen, die mich eher abschrecken. Und ich konkret, also wenn ich im Holzsektor, im Papiersektor, im Bauholzsektor nochmal investieren würde, dann würde ich mir momentan eher überlegen, ob ich meine Position an Weyerhaeuser noch einmal aufstocke, weil die halt in den USA sitzen. Also ebenfalls ein großes Holzunternehmen. Nicht ganz derselbe Tätigkeitsbereich wie Billerud, aber sehr, sehr nahe, sind mit denselben Preisschwankungen konfrontiert, und da
US-Immobilienmarkt erweist sich momentan halt schon als deutlich robuster als die Immobilienmärkte in Europa. Und Holz, Papier, also in großen Mengen, ist jetzt nichts, was man so einfach über den Atlantik drüber verschiffen kann. Kann man schon machen, aber die Transportkosten spielen da eine ganz erhebliche Anteil beim Preis. Ja. Das heißt also, insgesamt sehe ich durchaus Punkte, wo ich sage, ich verstehe, warum jemand die Aktie interessant findet. Also vor allem die Berichte der letzten 18 Monate laufen eigentlich sensationell. Ich sehe aber durchaus auch Risiken. Ja, und bei der Bewertung, die ich momentan sehe, ist das so für mich etwas, ja, kann man machen, muss man aber nicht unbedingt machen. Ja, das war meine Meinung dazu. Ich möchte noch ganz kurz nur was sagen zur schwedischen Firma Investor AB. Da werde ich auch öfter gefragt. Das ist ein Beteiligungsunternehmen aus Schweden. Das ist so eine Aktie, die ist bei mir vor 2-3 Jahren aus dem Depot rausgeflogen, wo ich angefangen habe, mein Depot zu straffen. Also ich glaube, ich war bei Investor AB 2012, 2013 habe ich da Aktien gekauft und dann eben vor ein paar Jahren wieder mit gutem Plus verkauft. Ja. Das ist eben ein schwedisches Industriebeteiligungsunternehmen. Das muss man sich wirklich mit Zeit regelmäßig anschauen, meiner Meinung nach, wenn man dort beteiligt ist. Ja. Es gibt andere große Unternehmen, ich komme dann gleich zu Samsung, die kann man kaufen und liegen lassen, weil sie so breit aufgestellt sind. Und ich habe also vor 2-3 Jahren begonnen, mein Depot eher etwas zu reduzieren. Es ist noch immer sehr breit, ja, aber so aufzustellen, dass ich mir nicht mehr ständig alles anschauen muss, weil ich also bemerkt habe, dass die Börsenphasen turbulenter werden. Mir war also 2012 bis 16, 17 durchaus auch bewusst, dass man gerade eine ruhige Phase hat, wo man sich mit kleineren Unternehmen wie Investor AB genauer befassen kann. Mir ist dann aber auch bewusst geworden, dass diese Zeit vorbeigeht und dass ich mir jetzt momentan eher Sachen relativ schnell anschauen sollte, ja. Und das ist gerade bei dem Beteiligungsunternehmen Investor AB nicht der Fall. Deswegen würde ich persönlich dort auch momentan nicht investieren, aber wie immer, das sind keine Empfehlungen, sondern das, was ich da konkret momentan mache, und ich bin danach gefragt worden, ja, ihr seht das, die Temperaturen sind gerade neben mir, ist ein Thermometer bei 31 Grad, erschwerte Bedingungen, ich schwitze etwas, aber das lässt sich nicht ändern. Ich wollte noch über zwei Aktien ein bisschen ausführlicher reden, über die also bei mir seit Jahren im Depot sind, die mittelgroße Positionen bei mir im Depot ausmachen und die ich nach wie vor für interessant halte. Das eine ist eben Samsung. Ja. Bei mir im Denken wird das Länderrisiko immer wichtiger. Ja. Während also vor 10 Jahren fast egal war, ob ein gutes Industrieunternehmen in Kanada, in den USA, in Deutschland, in Spanien oder in Südkorea sitzt, ja, haben durch die veränderte geopolitische Lage der letzten paar Jahre, aber auch durch den Umgang mit den Corona-Maßnahmen und die gesellschaftlichen Veränderungen, die das erzeugt hat, ja, spielt der Standort bei mir im Denken eine immer größere Rolle. Und ein sehr attraktiver Standort für mich persönlich ist Südkorea. Südkorea hat also für mich, ich war noch nie in Südkorea, aber von außen gesehen, eine sehr robuste Gesellschaft. Ja. Also allein der Umgang mit Corona in Südkorea hat man super geschafft, nicht in die Corona-Hysterie mit einzusteigen. Es gab in Südkorea im Verhältnis zu nahezu den westlichen Ländern kaum Einschränkungen im Alltagsleben. Man ist trotzdem super unter die Sache durchgekommen. Die Gesellschaft ist jetzt also deutlich stabiler, weil sie sich eben weniger schlecht verändert hat, als das viele europäische Länder in den letzten 2 Jahren haben. Südkorea ist eins der flächenmäßig dicht besiedelsten Länder und sind eben trotzdem kaum Freiheitseinschränkungen, mit kaum Zensur durch das Ganze durchgekommen. Das heißt, Südkorea ist für mich eins der Länder, in das ich eigentlich ganz gern investiere. Auch die geopolitische Lage quasi, also Südkorea, das sich klar am westlichen Block orientiert, ja, quasi bei allem, was der Westen macht, akzeptiert, dass die Außenpolitik mehr oder weniger eher in Washington festgelegt wird und nicht im eigenen Land, also hier, was die Außenpolitik anbelangt, ja, wenn man es brachial unterbricht, nur teilsouverän ist, gleichzeitig dafür aber vom westlichen Block den Schutz kriegt gegenüber Nordkorea,
oder anderen Konflikten in Ostasien. Ja. Also das ist einfach für Südkorea ein Standortvorteil. Sie brauchen sich da über viele Sachen nicht Gedanken machen, haben auch nur einen gewissen Einflussspielraum, aber das ist etwas, was momentan einfach von Stabilität geprägt ist und funktioniert für die Südkoreaner aus ihrer Sicht über die letzten Jahre einfach sehr gut. Ja. Was bei Samsung jetzt ein bisschen als Risiko dazukommt, ist, dass der Konzern so derartig groß für Südkorea ist. Also es gibt kaum ein Land, wo es einen so derartig dominierenden Konzern gibt wie Samsung in Südkorea. Also wenn man die Marktkapitalisierung von Samsung vergleicht mit den nächsten neun südkoreanischen Unternehmen, die hinter Samsung stehen, dann ist Samsung so derartig groß, dass es für ganz Südkorea dominant ist. Es gibt auch immer wieder Korruptionsaffären. In Südkorea hat vor ein paar Jahren eine Ministerpräsidentin wegen Korruption zurücktreten müssen. Ja. Und so ein großer Konzern ist dann auch, läuft dann auch manchmal Gefahr, zum Politikum zu werden, was nie gut für einen Konzern ist. Siehe zum Beispiel Petrobras in Brasilien. Ja. Ist aber ein überschaubares Risiko, hält mich also nicht davon ab, in Samsung zu investieren, aber muss ich am Radar haben, wenn ich dort investiere. Samsung halte ich über ein ADR, also über einen Hinterlegungsschein einer amerikanischen Großbank, die mir garantiert, dass für jedes ADR-Papier, streng genommen ein Zertifikat, die Großbank einfach zwei Aktien von Samsung verwahrt. Ja. Ich habe in mehreren Videos davor gewarnt über solche ADR-Konstruktionen, vor allem wenn dann noch die Cayman Islands oder sowas drin sind, wenn das chinesische Aktien anbelangt. Es gibt jetzt aber meiner Meinung nach wirklich kein Risiko, dass die USA Sanktionen gegenüber Südkorea durchsetzen oder umgekehrt. Ja. Also das politische Risiko, dass sich USA zwischen USA und China sehe, das gibt es einfach mit Südkorea aus meiner Ansicht nach nicht. Man soll sich nicht zu sicher sein, aber mir würde jetzt kein Ereignis einfallen, was passieren müsste, ja, dass ich mit dieser ADR-Konstruktion über eine amerikanische Großbank, die dann die südkoreanischen Aktien hält, Probleme kriege. Das heißt, in dem Fall ist der ADR für mich absolut akzeptabel und ich habe also über amerikanische ADRs in Samsung investiert. Ich bin in Samsung in mehreren Schritten eingestiegen. Zum Beispiel habe ich die Corona-Hysterie, die insgesamt die Aktienmärkte weltweit betroffen hat, im März 2020 genutzt, um sehr billig bei Samsung einsteigen zu können. Habe aber dann zum Beispiel das letzte Mal im Februar 2021 zugekauft, im Nachhinein gesehen relativ teuer. Bin also bei der Aktie, wo ich jetzt einige Aktien schon seit 5 oder 6 Jahren von Samsung halte, mehr oder weniger bei Null, also ganz knapp im Plus, ist aber für mich trotzdem ein Konzern, wo die Aussichten einfach so gut sind. Also zu den Produkten von Samsung habe ich in dem Video nichts dazu gesagt, weil ich glaube, das so bekannte, sehr, was Samsung alles macht, kann man auch sicher auf Wikipedia nachlesen. Samsung hat, das habe ich mal angeschaut, zum Beispiel 2013, also ich habe jetzt überhaupt die letzten 10 Jahre bei Samsung, ich schreibe mir da, wenn ich mir Firmen anschaue, die Zahlen immer raus und bei Samsung, da ich schon seit langem beteiligt bin, reichen meine Aufzeichnungen sehr lange zurück. Also hier habe ich 10 Jahre der Geschäftszahlen, die ich miteinander vergleiche. 2013 hatte Samsung 95.000 Mitarbeiter, 2021 dann 113.000 Mitarbeiter und sehr positiv fällt auf, dass während dieser Zeit der Umsatz sich verdoppelt. Ja. Das heißt, die Mitarbeiteranzahl wächst über viele Jahre hin gesehen um 20%, die Umsätze um 100%. Das ist immer etwas, was für eine Firma spricht, wenn die Umsätze deutlich stärker wachsen als die Mitarbeiter, die ich für die Umsätze benötige, auch wenn da natürlich einiges an Ausgliederungen, an Zulieferer und so weiter dabei sein könnte. Ja. Aber ist auf jeden Fall besser, als wenn es andersrum wäre, ja, wenn die Mitarbeiteranzahl sich verdoppelt hätte, aber die Umsätze nur um 20%
wachsen. Was bei Samsung ebenfalls positiv auffällt, das ist einer der Gründe, warum ich bei Samsung beteiligt bin, ist, dass es in den letzten 10 Jahren, und die letzten 10 Jahre waren jetzt nicht arm an Krisen, ja, nur Gewinnjahre gab. Samsung hat in keinem einzigen Jahr einen Verlust gemacht. Allerdings auch Samsung als zyklischer Konzern im Elektronikbereich, die Gewinne schwanken sicher stärker, als das zum Beispiel im Lebensmittelbereich der Fall ist. Ja. Gewinne und Umsätze steigen eben unter relativ großen Schwankungen, aber trotzdem tendenziell eher an. Gefällt mir alles relativ gut, und was bei Samsung wirklich sensationell für mich ist, ist die geringe Verschuldung. Ja. Samsung hat also laut Bilanz Verbindlichkeiten in Höhe des doppelten operativen Jahresgewinns vom letzten Geschäftsbericht, das ist glaube ich 2021, was ich mir da jetzt angeschaut habe. Ja. Und die Relation, dass die Schulden quasi nur das Doppelte eines normalen operativen Jahres ausmachen. Da kann man also schon sagen, Samsung ist nahezu immun gegenüber Zinserhöhungen. Ja. Also selbst wenn die Zinsen im Bereich von 10-12% steigen würden, wovon ich jetzt nicht ausgehe, aber dann würden sehr, sehr viele Konzerne Probleme mit den Zinszahlungen bekommen. Für Samsung wäre auch das kein Problem. Ja. Das heißt, wenn ich mir Samsung anschaue, dann ist Samsung ein Konzern, der bei mir im Depot 0,5% ausmacht. Vom Chancen-Risiko-Verhältnis her hätte ich auch nichts dagegen, das Ganze noch einmal auszubauen. Wenn das in Richtung 1% geht, wäre es für mich vom Risiko, dass mein Depot aufweist, auch vollkommen in Ordnung, nachdem ich aktuell Woche für Woche ungefähr bei einer Aktie einen Zukauf mache, ja, und jetzt, wo ich relativ viel Zeit habe, auch mehr Videos mache und mir einiges an Firmen anschaue, gibt es ganz locker 20 Firmen, wo ich eigentlich gern aufstocken oder einsteigen würde. Ja. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich bei Samsung in nächster Zeit noch einmal aufstocke, aber Samsung ist meiner Meinung nach eins der Unternehmen, die für mich, als wie immer keine konkrete Empfehlung, aber durchaus dazu geeignet sind, bei mir im Depot eine stabile große Position, die ich über Jahre hinweg halte, auszumachen. Ein anderer Konzern, der was ganz anderes macht und wo ganz anders sitzt, ja, aber der trotzdem eine ähnliche Qualität aufweist, ist der Schweizer Pharmakonzern, die Firma Roche. Bei Roche muss man gleich einmal sagen, man kauft hier einen Genussschein. Das ist eine Besonderheit des Schweizer Kapitalmarkts. Einen Genussschein kann ich mit einer Vorzugsaktie nach deutschem Recht vergleichen. Das heißt, wenn ich Genussscheine der Firma Roche kaufe, es sind streng genommen keine Aktien, aber ich würde sagen, es sind Aktien ohne Stimmrecht. Also ich vergleiche das mit Vorzugsaktien. Ich bin also dann nicht stimmberechtigt auf der Hauptversammlung, was mir als Kleinaktionär in dem Fall ziemlich egal ist. Bei Übernahmen kann das ein Nachteil sein. Roche ist aber so groß, dass es ohnehin nicht als Übernahmekandidat in Frage kommt. Daher ist mir das Stimmrecht egal. Bei mir im Broker wird die Roche-Aktie, weil mein Broker sich scheinbar schwer tut mit Genussscheinen, als Anleihe eingebucht, was keine praktische Auswirkung hat, sondern nur in der Statistik etwas komisch wirkt, wenn da auf einmal eine Anleihe drin ist. Ich kriege aber keinen fixen Coupon bei Roche, wie normalerweise bei einer Anleihe, sondern eine Dividende. Also ich würde einen Genussschein nach Schweizer Recht mit einer Vorzugsaktie in Deutschland vergleichen. Ist aber sozusagen, muss man, überrascht manche Leute, wenn sie dann Aktien der Firma Roche kaufen und sie kriegen eine Anleihe eingebucht. Das ist eigentlich nach meinem Empfinden keine Anleihe. Die Schweiz ist ebenfalls eins der Länder, in die ich momentan sehr gerne investiere. Man sieht also bei der Schweiz, also es gibt bei uns sehr stark, meiner Meinung nach politisch motiviert, die Falschdarstellung, dass für ein exportorientiertes Land wie Österreich oder Deutschland eine schwache Währung von Vorteil ist. Ich halte das für Nonsens. Man sieht auch in der deutschen Geschichte, dass zu den Jahren, wo die D-Mark besonders stark war, dass das auch Jahre waren, wo sich die deutsche Wirtschaft besonders gut entwickelt hat. Ich glaube also, dass eine starke, stabile Währung
von Vorteil ist, der Schweizer Franken ist wesentlich stabiler, was die Schweizer Zentralbank macht. Es gibt damit Credit Suisse und so weiter auch Risiken, aber ist insgesamt deutlich nachhaltiger als das, was der Euro macht. Das sind Standortvorteile meiner Meinung nach. Zusätzlich hat die Schweiz sehr vieles richtig gemacht. Die Corona-Maßnahmen waren in der Schweiz lang nicht so heftig. Das Verfolgen von Kritikern hat lang nicht die Ausmaße anbelangt, wie in anderen Ländern. Die Löhne in der Schweiz sind hoch, die Steuern vergleichsweise gering. Das heißt, die Schweiz kann sich seine Einwanderer aussuchen, tut das auch, ja, und hat dementsprechend auch keinen Arbeitskräftemangel, weil es halt gar nicht wenige Leute, quasi aus Österreich gibt es einige Freunde, die ich kenne, die in die Schweiz gegangen sind. Aus Deutschland ist es ebenso, dass wirklich in nennenswerten Anzahl deutsche, gut ausgebildete junge Leute in die Schweiz auswandern, weil aus deren Sicht, ja, die Verhältnisse in der Schweiz besser sind. Das heißt, die Schweiz hat keinen Arbeitskräftemangel. Das wirkt sich für Firmen in der Schweiz ebenfalls positiv aus. Ich investiere also momentan sehr gern in Schweizer Firmen, nicht in Schweizer Banken, aber in Schweizer Firmen aus der Realwirtschaft. Und eine davon ist eben Roche, wo ich auch schon seit einigen Jahren beteiligt bin. Roche habe ich mal die Jahre 2013 bis 2022 unter die Lupe genommen und da fällt auf, dass, also Roche ist ein Pharmakonzern und Pharmakonzerne haben quasi immer das Problem oder die Herausforderung, dass Medikamente den Patentschutz verlieren, dass bei einigen Medikamenten die Konkurrenz neue Medikamente, neue Pharmaprodukte auf den Markt bringt, die noch besser wirken oder die geringere Nebenwirkungen hat. Man muss also quasi ständig gegen die Zeit anforschen, um neue Sachen auf den Markt zu bringen. Roche dürfte das per Excel aus hinbekommen. Zwischen 2013 und 2022 machen die Gewinne pro Jahr pro Aktie 10,3 bis 16,5 Franken aus mit steigender Tendenz. Das heißt, Roche ist sicher kein Wachstumsunternehmen. Es gibt auch im Pharmabereich andere Unternehmen, die stärker wachsen. Roche wächst aber kontinuierlich etwas langsamer als andere und hat aber insgesamt eigentlich für einen Pharmakonzern immens stabile Erlöse. Ja. Also eben zwischen 10 und 16 Franken Gewinn je Aktie schwanken die Gewinne bei Roche dann doch in einem 8-Jahres-Zeitraum, in einem 9-Jahres-Zeitraum. Und das ist im Pharmasektor schon etwas, was eine immens für Kontinuität, für gutes Management meiner Meinung nach spricht. Wenn es auch eben einige Kandidaten gibt, die vielleicht mit mehr Risiko dann auch noch stärker wachsen. Aber insgesamt gefällt mir das bei Roche recht gut. Was mir bei Roche auch noch gut gefällt, ist der Umgang mit Schulden. Das kann man über viele Jahre hinweg beobachten. Es gibt immer wieder Jahre, wo Roche ganz deutlich die Finanzschulden senken kann, wo Roche also die Einnahmen aus dem Pharmabereich nutzte, um kräftig Finanzschulden zu reduzieren. Und irgendwann, wenn die Schulden niedrig genug sind, macht Roche dann einen größeren Zukauf. So zuletzt der Genmark Diagnostic, ein US-Unternehmen, das sie 2021 für 1,8 Milliarden Dollar gekauft hat, also schon eine Summe, die für Roche auch ordentlich ist. Ja. Daraufhin steigen natürlich die Verbindlichkeiten in der Bilanz aufgrund dieser Übernahme mal deutlich an und 2022 fallen die Verbindlichkeiten wieder etwas. Ja. Und ich nehme an, dass Roche hier weitermacht und die nächsten 2 Jahre wieder die Schulden reduzieren wird und dann wieder eine Übernahme macht. Und Roche geht dabei ziemlich gut ging in der Vergangenheit damit ziemlich gut um, dass man also nicht auf Teufel komm raus Übernahmen gemacht hat und sich damit übernommen hat, die Schulden immer mehr vergrößert hat, ja, aber gleichzeitig schon immer wieder den finanziellen Spielraum genutzt hat. Ja. Und das zeigt sich auch in einer für Pharmakonzerne erstaunlich stabilen Bilanz. Also die Verbindlichkeiten
Bei Roche machen den dreifachen operativen Jahresgewinn aus. Das heißt, Roche ist also vor allem, wenn ich es zum Beispiel mit britischen großen Pharmakonzernen, ich glaube, es weiß jetzt jeder, welche zwei da gemeint sind, Vergleich extrem niedrig verschuldet, der auch im Verhältnis zu anderen Pharmakonzernen zumindest etwas niedriger verschuldet. Also insgesamt ist für mich Roche ein Qualitätsunternehmen, das bei mir im Depot auch ungefähr 0,5% ausmacht und ich fühle mich damit recht wohl, ist auch ein Unternehmen, wo ich mir durchaus, wenn ich keine anderen Möglichkeiten sehen würde, auch nochmal überlegen könnte, ob ich diese 0,5 nicht auf 0,7% ausbaue. Momentan sehe ich aber eine Menge andere Möglichkeiten. Das waren die Firmen, die ich in dem Video etwas ausführlicher behandeln wollte. Ich möchte jetzt ein paar Kommentarfragen nur streifen. Ich kriege also in letzter Zeit immer mehr Kommentarfragen, was mich freut. Insgesamt nehme ich das sehr gern wahr, dass ich nach meiner Meinung gefragt werde, beziehungsweise dass auch Diskussionen in den Kommentarspalten unter den Videos stattfinden. Das freut mich. Es gibt aber einige Unternehmen, die ich eben nicht in einem eigenen längeren Video behandeln werde, wo ich aber ganz kurz was sagen möchte, weil das teilweise Fragen sind, die 5 oder 6 Likes bekommen. Da merke ich dann also, dass das mehrere Zuschauer interessiert. ASML aus den Niederlanden, der Werkzeugmaschinenhersteller für die Halbleiterindustrie, für die Chipindustrie, sicher eins der besten europäischen Unternehmen überhaupt. Ja. Allerdings auch mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 35 bewertet und somit für mich momentan zu teuer. Wie immer, keine Empfehlungen, sondern ist das, was ich mache. Aber wenn das eben jemand interessiert, was ich anhand der Kommentarfragen sehe, also ASML, sicher ein Top-Unternehmen, aber zu teuer. Berkshire Hathaway, also die Holding von Warren Buffett, ein klares Nein wegen 43% Anteil an Apple. Ja. Ich glaube also persönlich, ich hätte vor 5 Jahren dasselbe gesagt und wäre damit falsch gelegen, aber ich sage es, also ist meine persönliche Meinung, ja. Apple ist überbewertet, ja. Apple ist ebenfalls ein sehr gutes Unternehmen, aber verdient nicht die Bewertung, die es hat. Apple erinnert mich teilweise etwas negativ an Siemens in den 90er Jahren. Siemens war damals, was viele Industrieanwendungen anbelangt, der Weltmarktführer, eines der innovativsten Unternehmen überhaupt. Und hat versucht, so ein geschlossenes Universum zu machen, kaum mit Schnittstellen zu anderen Produkten, hat sich da ja abgeschottet. Das macht Apple momentan sehr erfolgreich. Wenn sie also User dazu bewegen, in den Apple-Kosmos zu gehen, dann schotten sie sich da etwas ab. Viele Apple-Produkte sind also erstaunlich inkompatibel zu anderen Produkten aus meiner Warte. Das bringt zunächst einmal Vorteile, dass jemand, der mal in diesem Apple-Universum drin ist, da kaum mehr rauskommt. Ja. Ich höre aber immer mehr auch von Bekannten, dass man eigentlich wünscht, man wäre da gar nicht drin, weil es jetzt wirklich schwierig ist, mit all seinen Anwendungen, Terminkalendern, Urlaubfotos und so weiter, da auch wieder rauszukommen. Das beginnt für viele Leute etwas die Freiheit quasi des Users einzuschränken und ist damals in den 90er Jahren bei Siemens grandios nach hinten losgegangen. Also auch wenn die Siemens-Aktie momentan nicht schlecht steht, aber ist Siemens meiner Meinung nach nur mal ein Schatten seiner selbst. Ja. Man hat eine sehr erfolgreiche Zugsparte, man kann riesige Kraftwerke herstellen, wo man fast keine Konkurrenz hat und noch immer Milliarden verdient. Aber zum Beispiel damals gab es eine Handysparte bei Siemens. Damals gab es ganz viele Siemens-Produkte für den Heimelektronikmarkt, wo man einfach dann mit der Zeit so viel schlechter war, dass man die aufgeben musste. Ja. Soweit wird es bei Apple meiner Meinung nach in der nächsten Zeit nicht kommen. Ja. Apple macht schon ganz vieles richtig. Ich habe vor kurzem ein Video gemacht, wo ich darüber gesprochen habe, dass das Pricing und die Einführung der neuen VR-Brille von Apple aus meiner Sicht her sehr gut gemacht wird. Ja. Aber dennoch, also bei Apple gibt es kaum mehr die Chance, dass sich die Gewinne in den nächsten Jahren nochmal verdoppeln. Es gibt aber durchaus die Chance, wenn man sich da auf seinem hohen Ross verrennt, ja, und sich gegenüber der Konkurrenz abschottet, dass irgendwann einmal das Apple-Universum doch unattraktiver wird. Ja. In den letzten Jahren hat die Innovationskraft von Apple meiner Meinung nach schon abgenommen. Die Preise dagegen haben immer weiter zugenommen. Noch funktioniert das. Ja. Noch hat die Story keine Risse, aber das könnte passieren und Apple ist einfach so hoch bewertet, dass eine halt
Halbierung der Aktie jederzeit möglich wäre. Ja. Hätte ich auch vor 5 Jahren schon gesagt, in den letzten 5 Jahren ist es nicht passiert. Kann man in den nächsten 5 Jahren auch wieder passieren, aber ich investiere persönlich in Apple nicht. Und wenn ich in Apple nicht investiere, dann investiere ich bei 43% Anteil auch nicht in Berkshire. Von Warren Buffett kann man natürlich einiges lernen. Eins der Bücher, die bei mir im Regal stehen und die ich schon zweimal gelesen habe, ist diese Zusammenfassung von vielen Jahrzehnten von Hauptversammlungen von Berkshire. Ja, also da kann man schon einiges lernen. Wenn Warren Buffett irgendwas sagt oder einen Brief schreibt, dann sollte man den ganz genau zur Kenntnis nehmen. Aber in die Holding persönlich investiere ich nicht. Wobei, das sind viele Sachen, ASML, ja, Berkshire oder auch ETFs, wo ich sage, aufgrund der Intransparenz der meisten ETFs mit Wertpapierleihe investiere ich dort persönlich nicht, weil ich den Vorteil nicht sehe. Aber ich muss es schon in Kontext nehmen. Ja. Also wenn jemand ein Sparer ist, ja, und er sagt, er mag sich nicht so viel mit Sachen beschäftigen, ja, er kauft einen ETF, er kauft Aktien nur von Berkshire als Holding, ja, oder er investiert bei der hohen Bewertung in ASML, dann sind das trotzdem die Leute, die klug und gescheit an das Ganze rangehen. Ja. Also ich habe in meinem Leben schon sehr viele Menschen beraten, was finanzielle Entscheidungen anbelangt, und sozusagen die wirklich dummen Entscheidungen sind getroffen worden. Zum Beispiel kann ich mich noch erinnern, während der letzten Finanzkrise, also schon vor 15 Jahren, wo mein Freund erzählt hat, er war jetzt gerade bei der örtlichen Bank, und der Bankbetreuer hat ihm empfohlen, und das hat er dann auch gemacht, Bankanleihen mit einem Coupon von 7% zu zeichnen. 7% Zinsen sind natürlich hoch, sind natürlich sehr hoch, ja. Aber in einer Finanzkrise, also ich habe damals auch Bankaktien gekauft, ja. Nur wenn ich mich zu dem Zeitpunkt am Eigenkapital von Banken beteiligt habe, viele dieser Bankaktien habe ich 4-5 Jahre später mit 200-300% plus verkaufen können, ja. Da zeichne ich keine Anleihen. Ja. Ich habe Leute erlebt, die zu mir gekommen sind, nachdem es dann nicht gut gelaufen ist, und denen angeblich unabhängige Finanzberater aufgeschwatzt hatten, für ihre Immobilie einen Kredit zu nehmen, den sie erst endfällig zurückzuzahlen, und parallel dazu einen Tilgungsträger, der viel zu teuer als Produkt war, anzusparen. Der Berater, der das empfohlen hat, hat an beiden verdient, an Provisionen sowohl für den Kredit als auch für den Tilgungsträger. Für ihn ist es also immer gut ausgegangen. Ja. Das hätte auch aufgehen können unter gewissen Voraussetzungen. In dem Fall ist es nicht aufgegangen. Ja. Oder auch bei Lebensversicherungen habe ich das erlebt, bei einer Freundin ganz konkret, die auch gesagt hat, sie mag sich über diese finanziellen Sachen vor allem keine Gedanken machen. Sie schließt eine Lebensversicherung ab, im Nachhinein gesehen am ersten Blick zum guten Zeitpunkt, mit einem Garantiezins, glaube ich, noch von 4,5%, und einige Jahre später hat sie das Produkt einfach gekündigt bekommen. Ja. Sie war also der Meinung, dass sie diese langfristige Lebensversicherung abgeschlossen hat. Sie akzeptiert halt, dass sie zu einer Zeit, wo man gerade sehr hohe Margen machen konnte, dass sie nur einen Garantiezins von 4,5% hat, dafür hat sie den auf ewig fix. Dann ist der Versicherung das Versprechen zu teuer geworden und sie hat den Tarif einfach gekündigt. Ich bin nicht sicher, ob das damals rechtens war. Vielleicht hätte man einklagen können, dass der Tarif weiterläuft. Ja. Aber das will man dann eigentlich auch auf keinen Fall machen, als Privatperson gegen die Versicherung einen Prozess führen. Das ist ein Aufwand, den kein normal denkender Mensch machen möchte. Ja. Also ich möchte das da schon nochmal einrahmen. Sozusagen, ich persönlich sage zwar, ich investiere nicht in ETFs, ich investiere nicht in ASML, weil es mir zu teuer ist, ich investiere nicht in Apple, ja, aus diversen Gründen, aber Leute, die diese Überlegung anstellen und die eben zum Beispiel ETFs kaufen oder in Berkshire investieren, haben schon mal meiner Meinung nach 90% richtig gemacht. Ja. Also die schlechtesten Entscheidungen sind das sicher nicht, auch wenn ich persönlich glaube, mit einer anderen Art mich noch etwas besser aufzustellen. So, dann noch ein, zwei Detailfragen, die sonst nirgends reinpassen. Ich bin eben dann gefragt worden, auch nachdem ich in letzter Zeit mehr japanische Aktien behandle, Aktien kann ich in Tokio nur in 100 Stück Einheiten kaufen. Das heißt also, bei vielen Aktien kann ich dort nur mit 3.000, 4.000 Stück kaufen, 3.000, 4.000 Euro einsteigen. Auch wenn die einzelne Aktie zum Beispiel nur 30 Euro wert ist, weil ich immer gleich 100 Stück kaufen muss.
Ich habe dann die Alternative in Deutschland zu kaufen, wo die Aktien aus Japan großteils handelbar sind, aber nicht hauptgelistet sind. Ich muss dann immer wissen, dass ich wahrscheinlich in Deutschland ein Stück einen schlechteren Kurs bekomme. Ja? Das ist aber durchaus akzeptabel. Also ich persönlich order dann meistens, wenn sich es irgendwie machen lässt, in Tokio. Ich möchte mir das selber aussuchen können. Ich habe das Gefühl, wenn ich im außerbörslichen Handel in Deutschland kaufe oder auch über Trade geht, Aktien, die dort nicht hauptgelistet sind, dass ich das öfter mit einem schlechteren Kurs zahle, aber das haltet sich in Grenzen. Also im Normalfall ist mein Eindruck, ich kann da keine Gewähr geben, ich habe da keine Statistik geführt, aber wenn ich Aktien aus Japan zum Beispiel in Deutschland order und ich order für 1000 Euro, dass ich einen Kurs bekomme, der vielleicht um 10 Euro schlechter ist. Ja. Wenn ich das beim Ankauf und in ein paar Jahren beim Verkauf wieder habe, dann zahle ich quasi 0,2% Aufschlag, ja, gegenüber dem, wenn ich in Tokio handle. Das ist absolut akzeptabel. Ja. Es ist nicht gut, wenn es so abläuft. Am liebsten würde ich einen ganz fairen Kurs haben, ja, aber es ist trotzdem in einer Größenordnung, wo das akzeptabel ist. Ich bin dann auch gefragt worden, ob das Spread kleiner ist, ja, wenn man mitten in der Nacht kauft, wo die Börse in Tokio gerade offen ist. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das im außerbörslichen Handel geht. Bei TradeGate geht das nicht, ja, weil die Börsenöffnungszeiten sich einfach nicht mit Tokio überlagern, ist eine interessante Frage, bin ich aber überfragt. Da müsste man Trader fragen. Ich handle, ich kaufe im Jahr oder verkaufe wahrscheinlich 30, 40 Mal. Ja. Das reicht, um eine gewisse Erfahrung zu haben, aber ich habe da lang nicht die Erfahrung, wie sich genau die Kurse in der dritten Nachkommastelle zu gewissen Uhrzeiten bewegen. Bin ich einfach überfragt. Ja, eine Frage auch noch. Also es gibt einfach einige Unternehmen, die ich auf dem Kanal nicht behandle, nachdem ich immer wieder gefragt worden bin. Ja, ich erkläre das schon öfter. Das sind Aktien, die ich mir für mich genauer anschaue und da mache ich ein Video drüber. Ja, wenn was aber für mich uninteressant ist, dann habe ich einfach nicht die Zeit, ja, weil es andere interessantere Sachen ging, um die Sachen zu besprechen. Das ist also nicht, ich meine das sicher nicht unangenehm, ja, wenn ich auf gewisse Fragen, die auch hartnäckig immer wieder gestellt werden, einfach konsequent nicht eingehe. Ja. Das hat nichts Persönliches zu tun, sondern das sind dann einfach Aktien, die für mich persönlich nicht interessant sind. Ich bin da zum Beispiel in einem Gespräch, nicht in den Kommentarspalten, letztens gefragt worden von einem Bekannten, der hat sich ein französisches Unternehmen, mir ist der Name entfallen, genauer angeschaut, das elektronische Preisschilder macht. Ja. Die Idee von ihm dahinter ist, oder von dem Unternehmen, dass man vielleicht zukünftig in den Supermärkten es irgendwann mal so macht, wenn die Preisschilder nicht mehr auf Papier sind, sondern elektronisch, dass man die Preise per Knopfdruck umstellen kann. Und so könnte man zum Beispiel, das macht durchaus Sinn, in der Zeit, wo wenig Leute einkaufen geht, einen Rabatt von 2 oder 3% vergeben, um die Leute, die sich es aussuchen könnten, also zum Beispiel Rentner dazu bewegen, nicht gerade zu der Zeit einkaufen zu gehen, wo Kapazitäten eh knapp sind. Ja. Ist eine ganz interessante Idee. Ich gehe momentan bei allem, wo ich investiere, stelle ich mir die Frage, werden die Leute diese Produkte in 10 Jahren noch brauchen? Ja? Bei Nestle ist das ziemlich klar, beim Pharmakonzern Roche ist das ziemlich klar, bei Samsung ist das ziemlich klar, bei dem Konzern ist das nicht klar. Ja? Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir in 10 Jahren bei Supermärkten bezahlen, wie das mit den Preisschildern funktioniert. Es wäre also für mich vorstellbar, dass wir in 10 Jahren großteils mit VR-Brillen herumlaufen und die Preisschilder eingespeichert bekommen. Es wäre für mich vorstellbar, dass noch ein viel höherer Anteil am Handel online passiert, ja, wo ich dann keine Preisschilder mehr brauche. Es wäre auch möglich, dass der Bekannte recht hat und das ein Zukunftsthema ist, dass diese auf Knopfdruck steuerbaren Preisschilder in den Supermärkten flächendeckend kommt. Es wäre mit Selbstbezahlen und mit Kameras, die vielleicht automatisch Sachen überwachen, wie das in Pilotprojekten der Fall ist. Da kann sich so viel verändern, ich weiß es einfach nicht, aber dann investiere ich dort eigentlich auch nicht. Ja. Ich möchte meine Ersparnisse langfristig gut anlegen, verzichte vielleicht in manchen Entscheidungen auf 1 oder 2% möglicher Rendite dafür, dass ich ein Stück sicherer anlege. Ja.
Aber ich stelle mir überall die Frage, ob ich mir sicher bin, dass die Leute die Produkte des Konzerns in 10 Jahren auch noch kaufen werden. Und wenn ich da ein großes Fragezeichen habe, dann investiere ich eher nicht. Ja. Und das Zweite sind deutsche Konzerne. Also ich komme eh auch nicht drum herum, also Deutsch, Österreich, ich nehme jetzt deutschsprachige Firmen, die im deutschsprachigen Raum sitzen. Ich habe da noch immer ungefähr 15% meines Depots drin, will aber da eher abbauen. Ja. In mir ist natürlich klar, wenn ich jetzt einfach nur Wirtschaftsnachrichten verfolge, ja, dann ist mir das vor der Haustüre näher als woanders. Aber eigentlich im Sinne des Risikomanagements versuche ich eher, mich von der Eurozone, von Österreich, von Deutschland, den spezifischen Problemen, die in den letzten 2 Jahren schon deutlich mehr und nicht weniger geworden bin, mich unabhängiger zu machen. Das heißt, ich versuche mich eher international aufzustellen, wie auch in dem Video mit dem schwedischen, mit dem südkoreanischen und mit dem Schweizer Konzern, die ich vorgestellt habe. Und gerade so kleinere Firmen, die vielleicht eine Marktkapitalisierung von 300, 500 Millionen Euro haben und die ihren Firmensitz und ihren Produktionsstandort in Österreich oder in Deutschland haben, sind für mich in der Regel, wenn das nicht irgendwas Bahnbrechendes ist, zurzeit wirklich uninteressant und schaue ich mir daher auch nicht genauer an. Also ich will damit niemanden anderen belehren, ja, wenn das jemand ganz anders sieht und sagt, man sieht genau dort Chancen und dort würde man gerne investieren, bitte. Ich bin sicher nicht der Einzige, der irgendwo richtig liegt. Im Gegenteil, ich werde auch bei einigen Sachen falsch liegen. Aber das ist halt momentan meine Vorgangsweise. Und deswegen auch sind das Fragen, die ich auf dem Kanal nicht beantworte, nach Firmen, die einfach nach der einen oder anderen Kriterium momentan für mich überhaupt nicht ins Depot reinpassen. Heißt nicht, dass das schlechte Firmen sind, aber ich schaue mir die dann nicht genauer an. So, ich hoffe, das war für den einen oder anderen interessant und wünsche euch noch einen schönen Tag. Grüß euch. Thank you.